mein Wasser für die Suppe kocht. Herrlich. Also, fantastisch, können wir ausstellen. Und jetzt ist auch Zeit für einen leckeren Tee. Es gibt kleine und es gibt große. Und hallo und herzlich willkommen auf Tech for Fun. Hier haben wir zum Beispiel eine kleine, die Bluetti EB3A mit 268 Wattstunden. Dann haben wir hier, und darum geht es in diesem Video, eine große, die Bluetti AC200 Max mit 2048 Wattstunden. Was erwartet euch in diesem Video? Ganz klar, ein Unboxing, was ist hier alles drin in dem Paket. Dann haben wir hier zum Beispiel das B230, eine Erweiterung um nochmal 2048 Wattstunden. Und hier auf der Seite das Bluetti Solarpanel PV350 mit 350 Watt. Das werden aber separate Videos. Heute geht es hier um die Bluetti AC200 Max. Was kann das Ding? Die technischen Daten. Und dann wollen wir es natürlich auch auf die Probe stellen. Wann setzt es zum Beispiel aus? Bei einem Wasserkocher oder Föhn oder vielleicht, ja, was fällt mir ein? Herdplatte. All das wollen wir testen. Was kann man hier mit der AC200 Max anstellen? Und dann natürlich die Grundfrage, wofür all das? Tja, da fällt mir ein, natürlich für den Camper oder für Outdoor-Aktivitäten, für die Garage, für Werkzeug. Die Möglichkeiten sind da schier unbegrenzt. Oder in einem Notfall. Prepper zum Beispiel nutzen Powerstations, wenn mal ein Stromausfall kommt. All das in diesem Video. Aber jetzt geht's los. Wir gehen hier mal rein und schauen mal, was in der Verpackung drin ist. Das ist schon ein ganz schöner Brummer. Wir warten nicht lange und schauen mal, was wir hier alles drin haben. Also, erstmal alles raus aus dem Karton. Boah, das glaube ich ja gar nicht. Oh. Hallöchen. Okay, wir machen eine kurze Pause. Ich muss mich erstmal erholen. Ein Beutel mit Kabeln. Zum einen haben wir hier eine Adapterlösung für die Solarmodule, Anschluss für das Autoladegerät und hier ja, Netzstecker für das Ladegerät. Und das ist hier dieser Ziegel, ein Riesenteil. Ja, ein ganz schöner Ziegel, auch Ladeleistung 500 Watt. So, dann haben wir hier noch die üblichen Papiere, Garantiepapier, eine Schnellladeanleitung, Schnelleinstieganleitung, ein Zertifikat, Qualitätskontrolle und das war's schon. 28 Kilogramm schwer, 2200 Watt Dauerleistung und in der Spitze ja bis zu 4800 Watt im Peak. Das ist schon wirklich echt eine Ansage. Und die Kapazität liegt bei 2048 Wattstunden. Und das ist schon eine ganze Menge. Ich erzähle euch später in diesem Video, was ihr wie lange damit betreiben könnt. Gut, dann gucken wir mal. Machen Sie einmal an. Sie fährt hoch, initialisiert. Hier ein schönes Display, gut und übersichtlich. Alle Daten kommen wir gleich drauf. Eingebaut ist hier ein sogenannter Lithium-Eisenphosphat-Akku. Und der hat ja im Vergleich zu Lithium-Ionen-Akkus den großen Vorteil, nämlich die Haltbarkeit. Bis zu 3500 Ladezyklen verspricht der Hersteller bis zu einer Leistung von 80%. Und das ist schon eine ganze Menge. Lithium-Ionen-Akkus liegen so bei 1000 bis 1500 ungefähr. Haben eine höhere Leistungsdichte, aber eben nicht so eine tolle Leistungsdauer bzw. Haltbarkeit. Dann gucken wir mal hier die einzelnen Anschlüsse. Auf der rechten Seite ist der AC-Bereich. Das heißt, ihr habt hier vier ganz normale Schuko-Steckdosen, wo ihr eure Verbraucher vier an der Zahl anschließen könnt. Das Tolle ist, die AC200 Max liefert eine reine Sinuswelle. Sinuswelle, was heißt das? Ganz einfach,
Empfindliche elektronische Geräte können so nicht zerstört werden. Das heißt, der Strom wird in einer Sinusform zur Verfügung gestellt und nicht eckig. Also ich sag mal so, ältere Wechselrichter, die ihr zum Beispiel im Auto einstecken könnt, die haben das, wenn es preiswertere Modelle sind, nicht. Und da kann man sich empfindliche Geräte dann auch schon mal schnell kaputt machen. Hier ist das Ladegerät, ein riesen Ladeziegel. Den schließen wir mal hier einmal an. Etwas, was ich immer wieder bei den Bluetti-Geräten, ja, sage ich mal, als kleine Kritik sehe. Hier ist noch überhaupt keine Last drauf. Ihr seht, der Stecker ist nicht dran und schon fängt das Ding an, ja, der Lüfter relativ laut zu arbeiten. Könnte man vielleicht mal in einem Update so einstellen, dass der Lüfter elektronisch smart gesteuert wird und erst angeht, wenn wirklich Last drauf ist. Insgesamt habt ihr übrigens, wenn ihr zweimal, also hier die 2048 Stunden und nochmal zweimal B300 anschließt, bis zu 8912 Wattstunden. Dann gibt es noch eine App-Steuerung, das heißt, ihr könnt hier alle Bereiche der Bluetti AC 200 Max mit einer App steuern. Ihr könnt die Daten anschauen, ihr könnt das konfigurieren, eine schöne Sache. Und hier oben dann habt ihr zwei Wireless Charging Module, jeweils mit 15 Watt. So, die rechte Seite haben wir uns ja jetzt angeschaut, den sogenannten AC-Bereich, also den Wechselstrombereich. Gehen wir hier mal in den Gleichstrombereich. Hier habt ihr zum Beispiel zweimal USB-A mit 5 Volt und 3 Ampere, respektive 5 mal 3 sind 15 Watt. Dann hier nochmal USB-A mit 18 Watt zweimal und USB-C mit ganzen 100 Watt, also ideal auch, um ein Notebook, ein Laptop aufzuladen. Dann gibt es hier DC 12 Volt mit 10 Ampere, zwei Stecker. Hier habt ihr nochmal einen Anschluss 12 Volt mit 30 Ampere und hier oben den Anschluss für den Zigarettenanzünder mit 10 Ampere, 12 Volt. Ja, das Display eigentlich ganz einfach. Ihr seht jetzt hier, es ist ein Touch-Display. Es wird geladen. 66% sind aktuell im Akku drin und er lädt mit 457 Watt. Das regelt das sogenannte BMS, wie viel geladen wird. Weil ich habe euch ja vorhin gesagt, 500 Watt Leistung ist klar. 500 Watt Leistung wird er bringen, wenn der Akku relativ leer ist. Je voller der Akku ist, desto weiter geht die Ladekurve runter und mit desto weniger Watt lädt er einfach, um den Akku zu schonen. Aber hier 453, 457, 463 Watt ist schon ganz ordentlich. Spannend, wirklich richtig spannend ist, dass ihr, wenn ihr Solarmodule anschließt, ihr könnt jetzt parallel laden. Das heißt, ihr ladet 500 Watt mit dem Ladegerät und 900 Watt, wenn ihr hier an der Seite Solarzellen anschließt, nochmal mit den Solarzellen. Das heißt insgesamt 1400 Watt. Ich hole mir gleich mal ein paar Geräte und zeige euch das, mit wie vielen Geräten man hier laden kann und was dann das Display anzeigt. Dann habt ihr hier die Einstellungen, ganz klar. Ihr habt hier Spracheinstellungen, AC-Ausgangsfrequenzen. Dann habt ihr hier die DC-Eingangsquelle. Also hier könnt ihr zum Beispiel dann auf Solar oder andere schalten. Ihr habt einen Eco-Modus und so weiter und so fort. Also sind ganz viele Hintergrundhelligkeit Möglichkeiten, die AC 200 Max auf eure Bedürfnisse einzustellen. Ja, wer viel hat, 2048 Wattstunden muss auch viel geben. Das heißt, die Ladeleistung ist natürlich ganz wichtig, weil es nutzt ja wenig, wenn ihr hier so ein riesen Ding habt und ihr müsst stundenlang laden. Am Netzteil 500 Watt ist die Powerstation in ca. 5 bis 5,5 Stunden voll aufgeladen. Wenn ihr Solarpanels angeschlossen habt mit einer Gesamtleistung von 900 Watt, sind das 3 bis 3,5 Stunden, vorausgesetzt natürlich, ihr habt einen guten Winkel, gute Sonneneinstrahlung und nicht zu heiße oder kalte Temperaturen. An der 12 Volt oder 24 Volt Autosteckdose, also 100 oder 200 Watt Ladeleistung, liegt das Ganze bei 10 oder 20 Stunden. Und wenn ihr es ultimativ wollt, also 900 Watt Solarleistung, 500 Watt hier mit dem Netzteil, 1400 Watt, dann liegt das Ganze bei 2 bis 2,5 Stunden. Und das ist echt gar nichts. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Verbraucher mal hierher auf den Tisch gebracht und schauen wir mal, was hier so alles geladen wird, mit welchen Leistungen. Also einmal USB-C hier unten. Und dann in den USB-A-Anschluss nehmen wir hier mal den
mit 18 Watt. Einschalten, DC aus, DC ein und dann gucken wir mal. Also, ihr seht, die Lampen bewegen sich und wir haben hier ungefähr 10 Watt Ladeleistung. Weiter geht's. Wir nehmen ein normales Ladegerät hier für ein Handy, kommt da oben rein und stecken wir hier rein. USB-C, der ist relativ leer und schalten den AC-Bereich einmal ein und gucken mal, was da passiert. So, genau, ihr seht es, es wird geladen. Dann nehmen wir mal hier von der DJI Mavic 3 einen Akku. Der muss auch geladen werden, kommt da oben rein. Und was passiert? Ihr seht es, es leuchtet, es blinkt und es wird geladen. Jetzt haben wir auf der linken Seite 10 Watt DC und auf der rechten Seite 130 Watt. Wir wollen aber auch unseren iMac betreiben, weil wir keinen Strom haben. Insofern auch der hier das Netzteil rein. Und da seht ihr das Apple-Logo. Der iMac fährt hoch. Und das alles nur hier durch die Leistung der Bluetti AC200 Max, die momentan mit 190 Watt hier alle Geräte versorgt. Die Königsdisziplin für Powerstations, das sind natürlich Geräte, die ganz, ganz viel Strom saugen und natürlich Geräte, die Hitze entwickeln. Hier zum Beispiel ein Wasserkocher, der liegt irgendwie bei 2000 bis 2800 Watt. 2200 Watt haben wir hier, im Peak bis zu 4800. Mal schauen, was die Bluetti hier sagt. Und hier haben wir eine Kochplatte auch so um die 2000 Watt. Wir gucken mal, was Sache ist. Ich mache mir ein schönes Teechen und dann fangen wir mal an. Hier einmal reinstecken, einschalten. Sie fährt hoch. Und dann schalten wir hier den AC-Bereich ein. Dann geht's los. Ein Teechen. Gleich geht der Ventilator an. Und eine Warnmeldung kommt, wir haben 2700, 2680. Der Akku ist mit 64% geladen, aber sie macht trotzdem weiter, meckert aber. Das Wässerchen beginnt schon mal zu sprudeln. Die Tech for Fun Versuchsküche. Ein leckeres Süppchen machen wir auch. Eins ist klar, wenn ich jetzt noch die Herdplatte hier, die induktive Platte dazu schalten würde, dann wäre aus. Das können wir ja schon mal reinstecken. Vier Anschlüsse haben wir ja. Kurz bevor das Teechen oder das Wasser kocht, machen wir das mal. Die Leistung liegt jetzt noch bei 2600, also über der normalen Leistungsabgabe von 2200. Das macht sie also ganz gut. Dann machen wir jetzt hier das mal an. Auf Maximum und Start. 2800. So. Und jetzt, das war's. Sie hat abgeschaltet, ist klar, wir sind hier im Peak deutlich über 4800, so viel kann sie. Und dann schaltet sie sich automatisch ab. Das heißt, ihr habt auch keine Sorge, dass irgendwas passiert. Einschalten, volle Pulle und Start. So, es geht los mit 180, 600, 1000, 1300, 1000, ja, 1500 so in dem Dreh. So, hier haben wir den Tee. Ihr merkt, der Lüfter regelt immer je nachdem, wie viel Strom jetzt zum Beispiel hier die induktive Herdplatte zieht. Geht an, geht aus, vom Geräusch her völlig okay, also nicht besonders störend. So, die induktive Herdplatte zieht so zwischen 1350 und 1400 Watt und mein Wasser für die Suppe kocht. Herrlich! Also, fantastisch, können wir ausstellen und
jetzt ist auch Zeit für einen leckeren Tee. So, ich habe nochmal hier die kleine EB3A hervorgeholt. Was könnt ihr damit machen? Beziehungsweise die Nutzungszeiten sind ja immer so eine Sache. Mit 268 Wattstunden ist die ideal, wenn ihr mal eure Drohne, euren PC oder auch das Smartphone öfter ausladen wollt. Hier sind wir natürlich in einer ganz anderen Region. Konkret, was heißt das? Eine Kaffeemaschine mit 2000 Watt liefert euch bis zu 70 leckere Tassen Kaffee. Einen elektrischen Grill, nehmen wir ein Modell, das vielleicht 1000, 1650 Watt liefert, bis zu anderthalb Stunden Grillspaß ohne Ende. Wenn ihr ein Licht in einer Notsituation beispielsweise betreiben wollt, sagen wir mal 10 Watt, das läuft mehr als 200 Stunden. Ein iPhone, in dem Fall hier zum Beispiel ein iPhone 12, könnt ihr bis zu 190 Mal laden und ein Notebook, ein handelsübliches, normales Notebook, bis zu 20 Mal. Also das ist schon eine ganze Menge. Und überlegt mal, wenn ihr noch die Erweiterungsmodule dran habt, also B300 oder 230, dann potenziert sich das. Eine super Verarbeitung und für ganz viele Bereiche geeignet, das ist mein Fazit zur Bluetti AC200 Max. Was macht dieses Gerät so besonders? Ja, zum einen natürlich die Kapazität, 2048 Wattstunden, dann die Leistung im Peak, mehr als 4000 Watt Leistung, 2200 Watt Dauerleistung. Dann die vielen Anschlussmöglichkeiten im AC-Bereich, 4 Steckdosen, im DC-Bereich bis zu 100 Watt USB-Laden. Dann das Schnellladen bis zu 1400 Watt. Die gesamte Haptik, klar, das Ding ist unheimlich schwer. Das ist jetzt nichts für, ja, für das Zelt oder für den kleinen Campingurlaub. Aber sonst sind die Einsatzbereiche riesig. Zum Beispiel ja, ein Balkonkraftwerk, überhaupt gar kein Thema. Also ich muss sagen, das ist ein Spitzengerät, macht mir ganz viel Freude. Die Bedienung ist kinderleicht, das kann jeder. Und ja, man ist autark, ein Stück weit autark. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch eine tolle Zeit. Tech for Fun.